Die dramatische Schmelze in der Antarktis geht immer schneller vonstatten. Wenn das gesamte Antarktiseis schmelzen würde, würde der globale Meeresspiegel um unglaubliche 58 Meter ansteigen. Diese Warnung kommt jetzt von einem internationalen Forschungsteam. Ist die Antarktis noch zu retten? Jetzt den Klick zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich neue Science-Videos. Abonniert den Kanal gerne. Herzlich willkommen. Vielen Dank für den Themenvorschlag aus der Messenger-Community. Wie ihr da reinkommt, erfahrt ihr am Ende des Videos. 219 Milliarden Tonnen pro Jahr, eine unvorstellbare Zahl. Doch so viel Eis hat die Antarktis im Mittel jedes Jahr in den Jahren 2012 bis 2017 verloren. Das ist fast dreimal so viel wie in den Jahren davor. Auf diese Ergebnisse kommt ein internationales Forschungsteam um Andrew Shepherd von der University Leeds. Zitat: Laut unseren Analysen ist es in den letzten 10 Jahren zu einer Beschleunigung des Masseverlusts in der Antarktis gekommen. Demnach trage die Antarktis derzeit zu einem höheren Anstieg des Meeresspiegels bei als je zuvor in den vergangenen 25 Jahren. Vor allem in der Westantarktis ist der Masseverlust am größten, aber auch in der Ostantarktis sieht es lange nicht mehr so gut aus wie in den Jahren bis 2012. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hat es durch massiven Schneefall eine Zunahme der Eismasse gegeben. Doch auch das ist offensichtlich längst Geschichte. In den 5 Jahren von 2012 bis 2017 gab es allein in dieser Region einen jährlichen Verlust von 28 Milliarden Tonnen Eis. Das alles sind die Ergebnisse von insgesamt 44 internationalen Organisationen, die sich zusammengeschlossen hatten, um den Eisverlust in der Antarktis zu kalkulieren. Unterstützt wurden sie dabei auch von ESA und NASA. Konkret beziehen sich die Forscherinnen und Forscher auf 24 satellitengestützte Eismasseschätzungen. Diese wurden mit verschiedenen Messmethoden analysiert, mit der Messung der Schwerkraft, der Höhenmessung und der sogenannten Input-Output-Methode. Hierbei werden der Zuwachs und der Verlust von Eis gegeneinander gerechnet. Eis geht beispielsweise durch das Schmelzen und das Kalben der Gletscher verloren. Neues Eis kommt hingegen durch Schneefall hinzu. Das Ergebnis: Das Eisschild der Antarktis hat seit 1992 insgesamt etwa 3 Billionen Tonnen Eis verloren. Mit dieser Menge könnte man ganz Deutschland rund 8 Meter hoch mit Wasser bedecken. Eine unvorstellbare Menge. Doch eben nicht nur die reine Wassermenge an sich macht den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ziemlich viel Sorgen, sondern eben auch die Geschwindigkeit. 40% des Eisverlustes passierten der Studie zufolge in den vergangenen 5 Jahren. Das ist schon eine krasse Ansage. Allerdings, es gibt Unsicherheiten. Schließlich werden keine neuen Daten präsentiert, sondern die vorherigen Studien werden zusammengeführt. Beispielsweise schwanken die Schneemengen pro Jahr enorm. Auch die Höhenänderungen, die gemessen worden sind, sind gering und bergen so die Gefahr, dass auch kleinere Messfehler größere Auswirkungen haben könnten. Um zu sehen, wie sich das Eis tatsächlich verändert, wären Satellitenmissionen notwendig, die sich nahtlos aneinanderreihen. Doch die allgemeinen Trends, die das Forschungsteam vorstellt, sind keinesfalls von der Hand zu weisen. Fest steht also, der Eisverlust geschieht immer schneller und der hauptsächliche Tatort ist die Westantarktis. Hier brechen Eiskappen und Schelfe so schnell auseinander, wie man es sich bisher in den schlimmsten Albträumen nicht vorgestellt hatte. Und auch die Ostantarktis kann die Konsequenzen daraus nicht mehr mit starkem Schneefall ausgleichen, bremsen oder gar stoppen. Schon jetzt hat die Antarktis wohl 8 mm zum Anstieg des Meeresspiegels beigetragen. Klingt erst einmal wenig, doch da wird in Zukunft wohl noch einiges dazukommen. Eine weitere aktuelle Studie hat sich zeitgleich damit auseinandergesetzt, was der Anstieg des Meeresspiegels bedeuten wird. In Zukunft rechnet das Forschungsteam mit einem Anstieg von 1 bis 2 Zentimetern pro Jahr. Das kann man vergleichen mit der letzten Kaltzeit. Hier kollabierten die großen Eisschilde in Europa und Nordamerika. In den kommenden 50 Jahren könnte die Antarktis im besten Fall lediglich 6 cm zum weltweiten Anstieg des Meeresspiegels beitragen. Im Worst Case könnten es aber auch 27 cm sein. Dazu einer der beteiligten Forscher, Martin Siegert. Einige der Veränderungen, mit denen die Antarktis konfrontiert ist, sind bereits irreversibel, wie der Verlust einiger Schelfeisgebiete. Aber es gibt vieles, was wir verhindern oder rückgängig machen können. Entscheidungen, die im nächsten Jahrzehnt getroffen werden, bestimmen, welche Entwicklung realisiert wird. Und nochmal für alle Klimaskeptiker, es geht hier nicht um Eis, das im Wasser schwimmt und zu keiner Volumenänderung führt, also keinem Anstieg des Meeresspiegels. Es geht um Eis, das sich auf dem Festland der Antarktis, also auf dem Kontinent befindet und dort verdunstet oder
oder über Gletscher ins Meer gelangt. So oder so führt es zur Steigerung des Meeresspiegels. Wir müssen also dringend handeln und wir handeln hier bei Klicksum übrigens auch. Klicksum wird werbefrei. Immer wenn wir entsprechend viele Kanalmitglieder gewonnen haben, schalten wir die Werbung vor einem monatlichen Video ab. Werdet also Mitglied, hier unter dem Video draufklicken oder auf den Link in der Videobeschreibung. Für einen kleinen Beitrag bekommt ihr dazu noch einige Extras. Wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich übrigens bei WhatsApp. Dann bekommt ihr den Link zum Video vor allen anderen von mir persönlich auf euer Handy. Einfach hier draufklicken und darunter geht's weiter, dafür auch draufklicken mit Klimawandel bestätigt, Skeptiker endgültig widerlegt. Bis dann. Bleibt dran.